Der Aachener Dom, mehr als 1200 Jahre alt, Weltkulturerbe. Hier wurden deutsche Könige gekrönt und auch hier befindet sich das Grab von Karl dem Großen. Auch werden bedeutende Sammlungen kirchlicher Kulturschätze der ganzen Welt im Dom aufbewahrt. Und einmal im Jahr, rund 3 Wochen vor dem ersten Advent, werden die Christstollen der Bäckerei Nobis hier gelagert. Aber warum eigentlich? Wir haben eine besondere Verbindung zum Aachener Dom, in dem wir ihn auch unterstützen mit dem Verkauf dieser Stollen, auch beträchtlich. Und wir dürfen hier die Luft des Domes atmen, die Stollen dürfen das. Und in den 3 Wochen kann sich das alles noch ein bisschen setzen und dann auch reifen. Und das ist einfach eine ganz schöne Atmosphäre hier. Dabei handelt es sich um eine Tradition, die 2014 ins Leben gerufen wurde. Wir haben schon sehr viele Jahre eine Verbindung zum Bistum und zum Aachener Dom und dann ist die wirklich aus dem Zufall heraus geboren worden. Wir hatten immer schon die Vorstellung und haben das ja auch in der Vergangenheit gemacht, dass wir den Dom finanziell unterstützen wollen und das auch getan haben. Und mit dieser Aktion können wir das nochmal in einem ganz guten Maße auch. Pro verkauften Domstollen gehen 6 Euro an den Aachener Dom. Da 500 Stollen im Dom gelagert wurden, kommt am Schluss eine Summe von 3000 Euro zusammen. Mit dem Verzehr des Stollens tut man somit auch noch etwas Gutes. Doch wie beschreibt der Nobis-Inhaber denn selbst das Besondere eines solchen Christstollens? Schließlich hat auch er eine Bäckerausbildung und weiß, wovon er spricht. Ja, es kommt wirklich auf die Zutaten an. Ne? Die Güte der Zutaten, die Zusammensetzung natürlich am Ende, die Rosinen, dann werden die natürlich auch schön eingeweicht, eingesetzt vorher. Der Marzipankern, auf den man dann so zuarbeitet, wenn man den Stollen verzehrt. Also das alles, und das bringen wir natürlich auch alle mit Weihnachten und mit dieser Stimmung in Verbindung. Also diese Symbiose ist einfach ganz schön. Zudem erinnert der Verkauf der sogenannten Domstollen noch einmal daran, dass der Aachener Dom für seine Stadt von kultureller und historischer Besonderheit ist. Über den Stollen wird ja zum einen die Möglichkeit geschaffen, dass Leute etwas Süßes mitbekommen, aber gleichzeitig werden sie auch daran erinnert, dass eben der Dom für Aachen, für, man kann sagen, auch für Europa eine besondere Bedeutung hat. Und über den Stollen können wir damit auch verbinden, dass es zum einen darum geht, den Dom zu erhalten, aber gleichzeitig, dass der Dom auch weiterhin Ausstrahlung hat in kultureller Hinsicht, aber gleichzeitig auch in der seelsorglichen und pastoralen Hinsicht. Die Finanzspritze, die dem Dom durch den Verkauf der Christstollen zugutekommt, wird zu Restaurierungszwecken genutzt. Bedarf für diese besteht immer. Wir brauchen immer wieder Geld, weil der Dom eben ständig restauriert werden muss. Aktuell planen wir für das kommende Jahr den Beginn, dass die gesamte Lichtanlage erneuert werden muss. Über die vielen Jahre ist sie veraltet. Zum anderen muss auch geschaut werden, dass durch neue Technik auch die Möglichkeit geschaffen wird, sparsamer umzugehen. Und nicht zuletzt ist auch leider durch Notre Dame angestoßen, der deutliche Hinweis auch nochmal da zu überprüfen, dass alles, was an Brandgefahr da ist, ausgeschlossen werden muss. Doch bei der Überprüfung der schon vollzogenen und noch notwendigen Präventionsarbeit wurde bislang festgestellt, dass der Dom in Aachen ganz gut aufgestellt ist. Und die durch den Domstollen eingegangenen Erträge der vergangenen 6 Jahre haben einen Teil dazu beigetragen.